lass die Show am Start. EDS. Hab ihr Herzen, Jungs, parat. EDS. Das klingt blutig und gemein. EDS. So muss das Wrestling-Business sein. EDS. Die Wrestling-Show am Start. EDS. Hab ihr Herzen, Jungs, parat. EDS. Das klingt blutig und gemein. EDS. So George Kukas hier. Und natürlich wird es auch der Champion Don Chief die Ehre geben. Die beiden haben sowieso ein ganz besonderes Problem miteinander, denn George Kukas hat ja die Battle Royale gewonnen und damit ein garantiertes Titelmatch um Don Chiefs Gold für die nächste Show im November. Kukas hat aber gemeint, nur so lange will ich nicht warten, habe ich keinen Bock drauf. Wir klären das Ganze hier heute Abend schon. Und zwar in einer sogenannten Pick Your Poison Challenge. Das heißt, George Kukas sucht für heute Abend den Gegner für Don Chief aus, um den weich zu kochen für November. Und umgekehrt darf Don natürlich auch für George Kukas den Gegner auswählen, der ihm da quasi ein bisschen einen Vorteil für November verschaffen soll. So, und wer das ist, wer die Gegner sein werden, das werden euch die beiden selber erklären. Aber zuvor kommen wir noch zu den Männern, die natürlich hier für Recht und Ordnung sorgen werden im Ring. Unsere Ringrichter, zum einen die geilste Glatze von Erding, Ringrichter André. Unser neuestes Streifenhörnchen in der EWS, Ringrichter Mace. I first become the sound. There's some bass stuff. Ich würde sagen, die beiden bleiben auch am besten gleich da, weil, wie gesagt, jetzt könnte es ein wenig hitzig werden. Denn jetzt werden wir erfahren, welche Gegner sich Don Sheen und George Kukas jeweils für den anderen ausgesucht haben. Ich bitte die Kontrahenten zurück. Zuerst natürlich der Champion aus Wasserburg am Main, the Boy of Professional Wrestling, Don Chimmy!
Löffel reinzukommen. Ich habe es mit Julian Park. Und nun sein Gegner. George Kukas! Okay. Also, nachdem George mich sonst nicht versteht, wenn ich Deutsch rede, weil er, wie gesagt, aus Syrien kommt, werde ich leider in Englisch reden müssen. Ich hoffe, ihr versteht mich alle. But George, now to you. I was thinking, who can I give you as a opponent, as your poison? You always tell the world you're the biggest, the baddest, the biggest movie star, the biggest wrestling star in this industry. But I think I got a good poison for you. Because I searched in the world. Europe, Africa, America, even Japan. You know, Donshi, I'm sick and tired to come to that shithole that you call a wrestling company. Every time, I'm still surprised how you can collect money to pay a big star like me. Hey, look at me, Donshi. Look at me. This is how wrestler superstar look like. Not like you, like a fucking fat ass. You had a title. Who did you beat for taking this title? Fat Patterson? Or who is it? Hey, I beat legends to take this title. Something like Demolition Day, Bad Bones, and let's go on and on. And for my Intercontinental Champion, in 30 seconds, I squashed WWE legend, ECW, Japanese legend, Kajiri. So, woo! You think... So you think a blondie like you want to be, try to be a professional wrestler, he can stand in this ring and he say that he will beat me. And hey, people pay money here for a ticket, right? They don't want to watch a fight. So let's see who you bring today. Your poison for today is the Ukrainian superstar, the poison. Von 100 Kilogramm
Kukas, you're ready. Ring the bell. Viel Spaß. There's so much you. There's so much of you. Oh!
Guys, you have to attend. Come back in the match. Time 5 minutes. Bestie, God. This is Bestie's God. Watch this. Take a close look. Oh! 7. Oh!
What you say now? You really
Fresse! Auf die Fresse! Auf die Fresse! Auf die Fresse! Auf die Fresse! Why are boobs bigger than hers? Hey, Digga, du musst es doch nicht. Hey, komm mal. You got this game. Wow. Okay. Also for real. Yeah. Did you have a girlfriend? Definitely not. Don't lose your virginity, don't you? First time in yeah. The world, right? Gib einfach auf, lass es! Enjoy it! He's happy, he's touching a girl for the first time! Let's go, virgin! Wow, that's technical! Yeah. Don Cheech! Yeah. Don Cheech, schmeiß sie her! Beat me?
Auf die Fresse! 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 Go like this. Yeah.
Dein Gürtel? Mein Tentenpartner ist im Urlaub und geschrieben hat. Ich würde immer was fragen. Ich bin wirklich seit einer Woche krank, aber ich habe mich nehmen lassen, hierher zu kommen für euch. Mir geht's genauso wie euch vielen anderen. Ich gehe 40 Stunden arbeiten, mein Chef pisst mich an. Ihr kennt es bestimmt auch, euer Chef pisst euch an, euer Lehrer pisst euch an oder ihr Freund pisst euch an. Dann fahrt man hier nach Ingolstadt, dann gibt es da irgendwelche Wrestler, die meinen, was sie sind, und die pissen mir auch an. Aber ich bin einer von euch, ich muss genauso meine Strom, Wasser und Scheiße bezahlen. Jetzt ist alles teuer, an der Tankstelle stehe ich und denke mir, leck mich am Arsch, wie soll es gehen? Aber deswegen stehe ich auch im Ring für euch, weil ich bin einer von euch. Und jetzt schon Papa Zeus. Auf dem Weg zum Ring aus Griechenland. Na, Größe von 1,85 Meter. Dann kann ich von 135 Papa Zeus! Zeus! Schöne Grüße an Herkules! Und viel von weiter raus, bitte! Und Machete! Er ist in Ruhe. Jetzt? Pass auf, nobody. Wie lange bin ich jetzt schon da? Ich kenne dich nicht. Alter, okay. Da bist du. 12 Sekunden. Sag mal, alles klar. Digga. Ja, die Schnauze. Sag mal. Pass auf. Um die Dinger geht's eigentlich. Warum? Bis heute, warum hast du die Dinger noch nicht auf das Spiel gestellt? Pass auf, ich habe eigentlich ganz andere Probleme mit dir. Du hast mich hierher geholt, du weißt genau, wer ich bin. Du hast mich nicht einmal bezahlt. Gar nichts. Das Einzige, was du machen kannst, ist saufen. Du bist ein dummer Alkoholiker. Du bist nichts wert. Keiner mag dich. Du bist ein Scheißsäufer. Nichts weiter. Das ist nobody. Willst du was sagen? Du bist ein Scheiß. Setz auf ein Spiel. Heute nicht, aber wir haben ja bald eine Show. Ja? Alle Alkoholiker, alle Bänder. So ist einer. Nobody. Nobody schlecht. Das kannst du nicht gehen, oder was? Auf geht's, Nobody. 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 Papa Zeus, du traust dich mit dem Text abstrüben. Was kann ich? Ich glaube, das werde ich mal auch kaputt gemacht gerade. Oh. Aber du kleiner Wichser, ich sag's dir. In Erding sind wir uns Tag Team. Geil. Aber jetzt, Dave Plane regelt das für mich. Der kämpft jetzt. Nein, aber der kämpft. Ja, auf die Kosten. Auf die Schraube weg. Also der neue Gegner für Papa Zeus für dieses Match, Dave Blaine. Yeah! Was ist deine Blitze jetzt? Los, deine Blitze! Was ist deine Blitze? Los, Pikachu, Mona schon! Das
Ich mag den. Auf geht's! Hey, Schiri, da liegt der Schraub im Rücken. Klasse! Stark! Come on!
seit 5 Minuten. Zum Ring aus München. Einer Größe von 1,95 Meter und einem Kampfgewicht von 130 Kilogramm. Er ist halb Mensch, halb Bär, halb Wrestler. Der ist Hardcore-Champion Turbo Ted Jr. Yeah!
So, Michi, auf geht's. Los. Danke dir. Michi. Ja. Geh auf die Knie, Digga. Oh ja. Das ist ein This is hardcore. This is hardcore. This is hardcore. This is hardcore. Das hat schon schön. Auf geht's! Auf geht's, Porno! Oh!
Okay. Wir müssen so herausfinden, was in dieser Dinge ist. Du und der Lauf! Taco! Taco! Aha. Aha. Du stehst jetzt durch die Piñata! Ja, davor habe ich eigentlich Angst. Auf die Fresse! Oh! Ja! Yeah!
Und sein Zeichenpartner. In der Schweiz mit einer Größe von 1,77 Meter und einem Gewicht von 92 Kilogramm. Der Richter, Elias Le Juge. Yeah.
Come on, Jay! Come on, come on, come on!
Gagné, putain, c'est pas Robin, c'est moi! C'est moi! Hé! Hey. Oh. Regarde-moi! Auf die Fresse! Auf die Fresse! Auf die Fresse!
Cam? Pay! Geht's noch?
Auf geht's, Boys! Let's go, 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 Boys! Thank you.
mit einem Tag Team Match. Echt jetzt? Meine Damen und Herren, die Wonder Peace Security. Die waren jetzt aber eigentlich noch gar nicht dran. Jungs, was wollt ihr hier? Was ist los? Also, ich meine. Wir haben auch Zeit gerade. Also. Was kann ich gegen dich tun, mein Lieber? Wie immer nichts. Entfernen kannst du dich. Das Einzige, wo du den Ohr hast. Ladies and Gentlemen, oder damit der Grund für das Abschneiden von Deutschland in der PISA-Studie das auch versteht, meine Damen und Herren, wer bist du denn, ey? Gender! Vergesst die Voraussetzungen. Rick Flair. Vergesst die New World Order. Die Jüngeren unter euch, vergesst die Bloodline. Ja? Es gibt noch einen dominanten Stable im Wrestling. Und das bist du, oder? Die Royal Masterclass. Ihr habt es also nicht verstanden. Ne? Geht nach Hause! Geht nach Hause! Geht nach Hause! Ich gehe nach Hause, wenn ich fertig gesprochen habe! Also, die Royal Masterclass, bestehend aus dem aktuell leider ehemaligen EWS Tag Team Champions, wenn sie nicht von der Ligaleitung verarscht worden wären. Officer Nick, Officer Corey, die Wonder Peace Security. Dann haben wir natürlich den am längsten amtierenden EWS Heavyweight Champion in unseren Reihen. Super! Der das auch noch wäre, wenn er nicht von der Ligaleitung verarscht worden wäre, mich. Und natürlich haben wir den einen Mann, der sich glücklich schätzen darf, dass er bisher noch nicht von der Ligaleitung verarscht wurde, den aktuellen COW-Champion, Martyrium. Den Mann, der beim letzten Mal mal so locker flockig Byron Sanders in den Sack gesteckt hat. Der wahrscheinlich immer noch zu Hause heulend rumliegt. Nach Hause gehen, wir gehen nach Hause gehen, wir gehen nach Hause gehen.
sehen uns nochmal. Wie ihr seht, stehen hier im Ring fünf gestandene Männer. Ja! Frank Bieber! Sonja! Töpfer! Byron Sanders! Und Quentin Bates! Ich bin Kevin Kane, ich bin verletzt, immer noch. Aber meine Leute werden euch heute im Hauptkampf fertig machen. Und dann wirst du sehen, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wir werden sehen. Damn fucking Yankee. Okay, also heute Abend Maven 8-Mann-Tag-Team-Match. Die Männer hier, Buck Beaver, Dapsong, Byron Sanders und Quentin Bates gegen die Royal Masterclass. Das wird ein Feuerwerk, kann ich euch sagen. Der König ist da. Lang lebe der König. Auf dem Weg zum Ring mit einem gemeinsamen Kampfgewicht von 385 Kilogramm. Martyrium, Officer Nick, Officer Corey und Masterpiece Marcellus. Die Royal Masterclass. Und ihre Gegner? Von Kevin Kane mit einem gemeinsamen Kampfgewicht von 245 Kilogramm. Dapsong und Buck Beaver. Come on!
von Dave mit einer Größe von 1,80 Meter und einem Kampfgewicht von 80 Kilogramm aus der Irrenanstalt Quentin Bates. Ihr Tag Team Partner. Aus Freiburg mit einer Größe von 1,77 Meter und einem aktuellen Kampfgewicht von 90 Kilogramm. Yeah!
tag! Wash all that shit! Yeah, boy! Schnauze geflogen. Ja, toll. What the hell? What the hell? Hey, second man, Eric! Du! Hallo, Rapper! Ja! 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 Auf geht's! Komm schon, jetzt noch! Yeah. Weiter, aber jetzt! Tag, jetzt noch! Ja! Let's go schon! One! Two! Oh. Ah. Yeah. Ja, hoch mit dir! Ja, ja, ja! 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 Kann doch nicht mehr da sein! Ja! Komm schon, los! Auf geht's, that's all! Oh, this is Champion. Eine Glatze! Ja, kennt dich zurück! Ja! Ja! Wir können nach Hause fahren, wir können nach Hause fahren.
Hey! 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 Ah!
Komm, schmeiß die Gürtel weg, Alter. Hör auf! Hör auf! Ja. Ja. Wrestling-Business-Style, wir haben die Herzen jung parat, seid ihr blutig und gemein, so